Hallo zusammen und einen wunderschönen guten Mittag wünsche ich euch. Ja, in der letzten Zeit haben mich einige Fragen erreicht und ja, die möchte ich gerne auf diesem Weg beantworten. Auch habe ich eine Umfrage in die Gruppe gestellt und das Ergebnis hat mich nicht überrascht und vor allem auch, weil ich das von mir hier selber kenne. Ja, das war die Frage, wie in Ordnung findest du dich selbst? Und zum tollen Glück, also schön, dass sich ganz viele auch geschrieben haben, dass sie sich eigentlich absolut 100% in Ordnung fühlen. Aber es sind doch noch einige. Ich schaue jetzt gerade mal hier, ob ich diesen Post finde, was mittlerweile ist. Also sieben Antworten, sieben Leute haben gesagt, sie finden sich absolut 100% in Ordnung. Dann haben vier gesagt, sie finden sich auf einer Skala von 0 bis 10 auf der Stufe 9 in Ordnung. Drei finden sich nur auf der Stufe 3 in Ordnung. Wieder drei fanden sich auf der Stufe 4 in Ordnung und dann jeweils eine Stufe 7 in Ordnung und dann eine Antwort Stufe 4, Stufe 3, Stufe 2, Stufe 5. Ja, dazu muss ich sagen, Leute, es kann nicht sein, dass wir von uns selber glauben, dass wir nicht 100% in Ordnung sind, dass wir nicht 100% perfekt sind, dass wir nicht 100% alles, das Beste an Gesundheit, an Partnerschaft, an Freiheit, an Freude verdient haben. Es ist absolut nicht möglich, dass wir mit diesem Mindset, dass bei uns irgendetwas nicht in Ordnung ist, mit diesem Mindset dahin kommen, wo wir hin wollen, wenn wir uns immer irgendwie doch ein bisschen minderwertig fühlen, wenn wir irgendwie das Gefühl haben, irgendetwas steht uns nicht zu, was auch immer das sei. Das kann nicht sein, mit diesem Mindset durch die Gegend zu laufen. Da fängt es schon mal an, weil das ist auch die Antwort auf eine weitere Frage, die mir gestellt worden ist. Ich komme in der Meditationen von Dr. Joe Dispenza nicht dahin, dass ich mein Herz öffne. Ich komme nicht dahin, dass ich höhere Emotionen fühle. Ich kann mich also, wenn ich das nicht schaffe, mein Herz zu öffnen, kann ich mich auch nicht mit dem Feld der unbegrenzten Möglichkeiten verbinden. Und da ist ein ganz großes Thema, dass ich glaube, dass irgendetwas mit mir nicht zu 100% in Ordnung ist. Weil das verbietet mir die schönen Dinge des Lebens. Das macht einen Block um mich herum. Das ist eben dieses Gefängnis, von dem Dr. Joe Dispenza auch spricht. Dieses Gefängnis, dass man sich nicht mit dem verbinden kann, was eigentlich da ist. In diesem Feld der unbegrenzten Möglichkeiten, das sich anfühlt wie ein Feld unendlicher Liebe. Und wenn ich mich mit diesem Feld der unendlichen Liebe, diesem Feld der höchsten Energie, diesem Feld der kreativen Energie, der Schöpferenergie, mit diesem Feld nicht verbinden kann, dann bin ich weiter begrenzt. Und diese Begrenzungen, die lege ich mir durch meinen Verstand und durch meine Gedanken selber auf. Das ist meine eigene Begrenzung. Das ist mein eigenes Vorstellungsvermögen, das nicht zulässt, dass ich spüren kann, dass ich absolut hundertprozentig perfekt in Ordnung und geliebt werde. Und das ist die absolute Voraussetzung, dass ich alles bekommen kann, was ich mir wünsche in diesem Leben. Das ist die absolute Voraussetzung, dass ich in diesen kreativen Prozess einsteige und die ganzen Bücher von Dr. Joe Dispenza und auch in den Workshops. Das Einzige, was man dort mitkriegt und begreifen soll, ist erstens aus den Büchern, dass es möglich ist. Dass es etwas wissenschaftlich bewiesen gibt, dass es etwas wissenschaftlich bewiesen worden ist, dass es da höhere Kräfte gibt, höhere Energien,
höhere Energien, die sich einfach gut und richtig und liebevoll anfühlen, die für uns arbeiten können, wenn wir uns mit diesem verbinden, wenn wir uns mit diesem Feld verbinden. Das beweist das Buch, die Bücher, die wissenschaftlichen Studien, was alles bei Meditation passiert. Und Meditation ist nur das. Ich gehe aus dem Weg mit meinem Verstand. Mein Verstand, der so begrenzt ist, der mich so klein hält, der mir sogar weismacht, dass ich nicht hundertprozentig in Ordnung bin, dass es irgendeinen Grund gibt auf dieser Welt, dass ich nicht hundertprozentig in Ordnung sein kann oder hundertprozentig geliebt sein kann. Das sagt mir alles der Verstand. Und deswegen ist die Meditation auch für Dr. Joe Dispenza so ein wichtiges Tool, weil in dem Moment, wo der Verstand weg ist und aus dem Weg, dann macht es automatisch plopp und die Energie steigt nach oben, die Frequenz steigt nach oben. Plötzlich schaffst du es, dein Herz zu öffnen, weil deine Gedanken sind weg. Plötzlich schaffst du es, dich damit zu verbinden mit diesem Feld der unbegrenzten Möglichkeiten. Und wann bist du mit diesem Feld der unbegrenzten Möglichkeiten verbunden? Dann, wenn du dich wirklich erfüllt fühlst, in Ordnung, hundertprozentig in Ordnung, bereit bist, geliebt zu werden, bereit bist, dadurch auch das Beste und das Schönste für dich zu empfangen, dann weißt du, dass du mit diesem Feld verbunden bist. Und dann weißt du und spürst du, zum Teil auch körperlich in den Retreats, also die Menschen haben ja körperliche Reaktionen, das ist von Zittern bis Heulkrämpfe, Lachkrämpfe, das ist alles, wenn man loslässt, wenn man wirklich loslässt und sagt, ja, ich bin bereit, diese Wahrheit über mich und über das Leben anzunehmen und nicht über das, was irgendwann mal in der Vergangenheit war und vielleicht mich dazu zu Sachen getrieben hat, zu Verhaltensweisen getrieben hat, zu Worten getrieben hat, die ich nicht wollte oder die sich schlecht angefühlt haben. Aber das kann ich doch nicht in die Zukunft tragen. Ich muss tatsächlich eine Identität schaffen, die es erlaubt, hundertprozentig in Ordnung zu sein mit mir, die es mir erlaubt, wie neu geboren mich zu fühlen, dass ich wirklich endlich in dieses Feld der unbegrenzten Möglichkeiten eintreten kann, in dieses Feld, das mir wirklich hier das Herz öffnet, weil die Verbindung geht über das elektromagnetische Feld des Herzens. Und wenn ich da eine Steinmauer um mich rum habe, wegen Gedanken aus der Vergangenheit oder Gedanken, die aus Ängsten über die Zukunft entstehen, dann bin ich eben nicht im Hier und Jetzt. Und im Hier und Jetzt passiert alles. Und dieses Hier und Jetzt, in dem muss ich absolut in Ordnung sein, absolut offen sein, Liebe zu nehmen und zu geben, weil dieses Feld die höheren Emotionen, die eben die Kreationen schaffen, die manifestieren, die materialisieren, wie die im Workshop waren, und wissen, dass es auch um materielle Objekte gehen kann, nicht nur um Gesundheit. Es ist alles dasselbe. Es ist alles dasselbe, was wir sehen und spüren und denken mit unseren Augen. Solange das irgendetwas mit der Realität zu tun hat oder mit der Realität, die wir in der Vergangenheit erlebt haben, kommen wir nicht raus in unsere Zukunft, in unsere Wunschgefühle, in unsere Wunschgedanken. Wir müssen die Entscheidung treffen, jede Sekunde des Tages uns bewusst zu sein, wo befinden wir uns gedanklich und emotional und dann entscheiden, wollen wir da bleiben, wollen wir da weitergehen oder wollen wir wirklich in eine andere Zukunft, in eine andere Realität. Und die neuen Ansätze von Meditationen von Dr. Joe Dispenza, die noch nicht veröffentlicht sind, die er aber macht in den neuen Advanced Retreats, ist, dass du dir in der Meditation im Feld eine neue Box mit einer neuen Realität kreierst und dass du diese neue Box ausschmückst, wie diese neue Realität für sich sein soll, wie sie sich anfühlen soll, vor allem wie sie sich anfühlen soll. Und wenn du weißt, wie sich etwas anfühlen soll, dann weißt du auch, dann kommen auch automatisch Bilder dazu. Aber es geht wirklich dazu, dass du nicht aus dem Gedanken herkommst, sondern aus der Emotion herkommst und die Emotion dann füllen lässt mit irgendwelchen Bildern und Vorstellungen. Und in diesen Meditationen
leitet er an, sich auf eine neue Box zu fokussieren, auf eine neue Realität und dann diese Realität zu spüren und zu sehen und dann quasi durch dein Bewusstsein deinen Körper, dein Sein, deine Identität in diese neue Box rein zu manifestieren, rein zu vorzustellen, diese Intention einfach zu haben, dass du jetzt in der neuen Box lebst und die alte Box wie verlässt und damit aber auch deine alte Identität verlässt, die alte Vorstellung über dich selber, über das Leben, die alte Vorstellung über die anderen, mit denen du zu tun hast oder zu tun hattest. Das muss alles erneuert werden, weil sonst kannst du nicht in einer neuen Box und einer neuen Realität leben. Und das bedeutet einen Tod deiner alten Identität. Das bedeutet tatsächlich, dass du diese das alte Sein, deine alte Vorstellung über dich, über dein Leben, über das, was dir passiert, über was das für dich passieren kann oder nicht passieren kann, wie gut oder schlecht das Leben es mit dir meint, das musst du alles hinter dir lassen und in dieses große, offenherzige, liebevolle Vertrauen gehen, das du in dieses Feld geben musst, damit dieses Feld sich mit dir verbinden kann und damit auch das Leben sich dann mit dir auf der Ebene dieses Feldes, dieser neuen Kreation, auf der neuen, höheren Energie, auf der du ja leben willst, weil sonst würdest du ja nichts ändern wollen. Wenn du dich gut und wohl fühlst, so wie du bist, nehme ich an, wärst du nicht hier in dieser Gruppe, hättest du nicht Dr. Joe Dispenza gefunden, hättest du nicht vielleicht dich damit beschäftigt, seine Bücher lesen, weil du willst ja etwas verändern. Und egal was es ist, in welchem Bereich, ob es Beruf, Gesundheit, Partnerschaft ist, du willst dich besser fühlen, du willst höhere Emotionen in deinem Leben haben, du willst auf einer höheren Welle durchs Leben schwingen und alle Depressionen, schlechten Gedanken, Ängste, alles willst du hinter dir lassen und das musst du auch tun. Du kannst nicht mit einem Arm da hinten mit deiner alten Identität verbunden bleiben und dich festhalten und meinen, nach vorne gezogen zu werden können. Da stehst du da und wo gehst du hin? Du wirst nach vorne und hinten gezogen und du bleibst am Ort. Du musst dich trennen von deiner Vergangenheit, um in die Zukunft zu gehen. Du musst es eiskalt machen und du musst es bedingungslos machen und du musst das bedingungslose Vertrauen in eine bessere, sich gut anfühlende Zukunft, die auch vielleicht unbekannt ist, weil das ist ja das Feld, wo du nichts bist, wo du niemand bist, wo du nichts festhalten kannst, wo du durch die Tür hineingehst, wie Dr. Joe Dispenza sagt, durch dieses Unbekannte, durch dieses Nichts, wo du dann in allem bist. Aber da kannst du die alte Scheiße nicht mitnehmen. Du musst dich verabschieden. Und wenn es so gewohnt ist und wenn es vielleicht dir ein bisschen Sicherheit noch vorgaukelt, das Alte hält dich fest und verhindert, dass du ins Neue gehen kannst. Und ich sehe, dass die Steffi da ist. Genau, das war 1:1 für dich auf deine Nachricht hin. Und die nächste Frage, die ich ganz kurz noch beantworten will, ich habe noch 3 Minuten Zeit, ist eben mit diesen Segnungen der Energiezentren kam noch eine Frage und zwar, ja, Bauchspeicheldrüse, mit welchem Zentrum ist sie verbunden? Dazu möchte ich wirklich nochmal sagen, es geht bei dieser Meditationssegnung der Energiezentren tatsächlich auch nur darum, dass du deinen Körper segnest. Und segnen heißt nichts anderes wie lieben, auffüllen mit göttlicher, intelligenten Energie, um dich zu reinigen von diesem ganzen alten Frust, von den Ängsten, die sich in deinem Körper festgesetzt haben, deinen Körper durchzuwaschen. Und diese Energiezentren sind Punkte, die du frei machen kannst, damit die Energie wieder frei laufen kann. Aber ob jetzt da die Bauchspeicheldrüse mit Zentrum 2 oder 3 verbunden ist, beiß dich nicht daran fest. Lass die Energie fließen. Geh auf in dieser Energie. Spüre die Heilkraft dieser Energie, wenn du anfängst, deinen Körper zu segnen und deine Energiezentren. Und spüre die Verbindung zu dieser größeren, heilenden Energie, die auch Dr. Joe Dispenza immer wieder erwähnt und auch in englischen Videos immer wieder sagt, die Leute, die wahre Heilung erfahren haben und auch in den Testimonials, die sind irgendwann mal in dieser
unendlichen Liebesenergie aufgegangen und haben sich dort hingegeben, hineingegeben, ihren Verstand ausgeschalten und gesagt, okay, da ist was Größeres, das liebt mich, das tut etwas für mich, das heilt mich, das will das Beste für mich. Und alle Testimonials, die haben irgendwo diesen Zugang gefunden und dann haben sie gesagt, ja, ich habe den Zugang gefunden, ich fühle mich geheilt. Also deutsche Testimonials gibt es in dem Sinn noch leider nicht so viele, aber die ganzen englischen und auch was Dr. Joe Dispenza in seinen Workshops sagt, es geht nur darum, diesen Zugang zu dieser höheren positiven Energie zu finden und das ist alles. Und wir müssen unseren Verstand dazu bringen, dass er uns nicht davon abhält, an das hohe, gute, schöne und liebende zu glauben, weil er so viel Scheiße erlebt hat in der Vergangenheit. Das ist die Krux. Und darum geht es in allem. Und was er beweist in seinen Büchern, Dr. Joe Dispenza, ist nur das, dass wir endlich diesem Verstand erklären können, hey Junge, du bist so klein und da ist so viel Größeres und ich möchte groß leben, groß, fantastisch, positiv und schön und nicht in dieser kleinen Welt, die du dir vielleicht geschaffen hast in den vergangenen, keine Ahnung, bei mir sind es 50 Jahre. Das will ich nicht. Ich will groß und mehr und schön und glücklich. Und das ist der Tipp von heute für euch. Macht euch auf den Weg in die Zukunft und ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Und ja, kommt mit mir in Kontakt, schreibt mir, wie gesagt, ich habe Workshops, Coaching-Programme, Einzelcoachings. Ich helfe euch gerne auf die Sprünge, wenn es irgendwo hakt. Alles Liebe, eure Patricia.